Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader am Mittwoch, dem 21. November 2012. Und ein Blick auf UUP macht heute eine Inside-D-Kerze mit sehr, sehr wenig Trading-Range. Liegt natürlich auch daran, dass morgen die US-amerikanischen Märkte geschlossen sind, weil Thanksgiving ist. Entscheidend ist, wir haben, nachdem wir hier diese High-Base-Formation gebildet hatten, miteinander besprochen, es sieht so aus, als habe der Dollar da oben noch irgendwas vor. Aber hier warten aber auch die Bären und werden aller Voraussicht nach diese Widerstände abverkaufen. Wir machen das, wir machen eine Shooting Star Kerze, wir bestätigen diese Shooting Star Kerze. Allerdings schauen Sie sich das an, was wir hier für ein Gap gebildet haben. Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass wir noch hier dieses Gap schließen werden. Und das, was wir Ihnen zuletzt immer wieder gesagt haben, nämlich, dass wenn der Markt hier bärisch wird, dann wird er nicht so einfach in sich zusammenfallen, sondern er wird hier aller Voraussicht nach im Bereich der 2210, im Bereich der 2205, hier ETF des US-Dollar-Indexes Unterstützung finden und dann noch einmal zurückkommen. Und dann ist es auch, wäre es regelkonform, wenn wir hier unser Gap schließen würden. Wir haben eine klare Verkaufsformation in der Stochastik. Wir haben ein fallendes Momentum derzeit noch oberhalb der Nulllinie. Wenn der Markt zurückkommen möchte nach Thanksgiving am Freitag, dann hat er hier Unterstützung durch die aufsteigende 20-Tage-Linie und durch diese ehemalige trendbegrenzende und jetzt natürlich trendunterstützende Linie. Schauen Sie sich an, was wir hier für ein Gap gemacht haben. Direkt oben drüber eröffnet durch diese Widerstandszone durch. Und das ist natürlich jetzt wieder potenzielle Unterstützung für den Freitag im Bereich der 22.09. Wenn man sich Euro-Dollar anschaut, wir schaffen es heute, nachdem wir ein tieferes Tief machen, ein höheres Hoch zu generieren. Und aktuell sieht es so aus, als würden wir oberhalb der 200-Tage-Linie und an diesem Tage sogar oberhalb der 20-Tage-Linie schließen. Und wir haben eine Kaufformation in der Stochastik und wir haben ein steigendes Momentum, wobei man sagen muss, sowohl Momentum steigt als auch K-Linie, als auch D-Linie entscheidend ist. Als der Markt hier nach unten hingekommen ist, wurde von vielen weiterer Abverkauf vermutet. Allerdings war hier extrem viel Unterstützung. Wir haben Sie immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Zone im Bereich der 1,2680 eine sehr, sehr interessante Zone sein kann. Das sieht hier so aus wie eine kleine V-Formation. Es ist aber nicht so, dass der Markt jetzt einfach sofort durchlaufen kann. Nicht nur die horizontale 1,2860 ist per Tag eine große Widerstandszone, sondern auch über die Woche, wenn man hier auf den Wochenchart schaut, schauen Sie sich das an, wir sind hier in einer Trading Range zwischen der 20-Wochen-Linie und der 50-Wochen-Linie. Negio hat Ihnen das gestern auf wunderbare Art und Weise analysiert und die 50-Wochen-Linie ist im Bereich der 1,28. Lassen Sie mich das ablesen per Schlusskurs 1,2847 und natürlich die horizontale 1,2860 können Sie hier auch über den Wochenchart abbilden. Deutlich unwahrscheinlicher, dass wir per Wochenschlusskurs oberhalb dieser Widerstandszone schließen sollten. Wenn es aber den Bullen gelingt, über diese Widerstandszone drüber zu gehen, dann haben wir Potenzial, diese Bewegung nach oben fortzusetzen. Wenn man sich Euro-Dollar über den Stundenchart anschaut, in der Regel ist es so, dass wenn Sie eine Bodenbildungsformation machen und nach oben laufen, dass Sie dann noch einmal eine heftigere Welle nach unten machen. Und schauen Sie sich das an, im Bereich der 1,2870 per Stundenschlusskurs, schauen Sie sich das an. Hier kommen die Bullen, nachdem sie einen kleinen Doppelboden gemacht hatten, im Bereich der 1,2777 kommen die Bullen in den Markt, machen eine heftige bullische Bewegung. Die wird dann aber auch sofort hier im Bereich dieses Widerstandes ganz heftig abverkauft. Bedeutet also, wenn wir zwischenzeitlich oberhalb dieser Widerstandszonen sein sollten, per Wochenschlusskurs, dann doch wahrscheinlich, dass wir unterhalb der 1,2860 abtauchen sollten. Spätestens per Stundenschlusskurs die 1,2870. Zumindest hier im Chart sieht es so aus, eine große Widerstandszone. Und dann ist es gut wahrscheinlich, dass die Bären diese Zone nutzen werden, um diesen Markt abzuverkaufen. Wenn man sich australische Dollar gegenüber dem US-Dollar anschaut, dann sieht man das zwar nicht beim Euro, weil heute Euro, Dollar und der kanadische Dollar extrem stark gewesen sind. Allerdings, man sieht zum Beispiel, dass der australische Dollar gegenüber dem US-Dollar schon anfängt, Schwäche zu zeigen. Sie sehen, diese aufsteigende Trendlinie bärisch aufgelöst wurde. Dann machen wir hier ein Doji. Dann wird dieser Doji bestätigt mit einer bullischen Bewegung nach oben an die Trendlinie. Allerdings, Sie sehen, wir scheitern an dieser Trendlinie. Wir haben eine
quälende Seitwärtsrange seit vielen, vielen Tagen. Entsprechend sind die gleitenden Durchschnitte zusammengekommen und Sie wissen, was das bedeutet. Allerdings sind wir aktuell auf der falschen Seite der Trendlinie. Wir haben ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief gebildet und deswegen gibt es auch hier überhaupt nichts, was man auf der Long- oder auch auf der Short-Seite spielen kann, sondern jetzt muss man abwarten, bis hier noch ein paar Puzzlesteinchen zusammenkommen und dann kann gerade dieser Markt, der schon lange seitwärts läuft, mit diesen gleitenden Durchschnitten, die umeinander geschlungen sind, sehr interessant sein für eine stärkere bullische Bewegung in die eine oder andere Richtung. Zum Thema starke Devisen, kanadische Dollar. Sie sehen, wenn man sich das über den Wochenchart anschaut, das hatten wir Ihnen auch letzte Woche gezeigt, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier am Widerstand dran gewesen ist, nämlich dieser ehemals Trend unterstützenden Linie dieses großen gleichschenkligen Dreiecks. Und obgleich wir, Sie erinnern sich, eine Kaufformation mit einer steigenden K, steigenden D, und wir hatten noch eine steigende Momentumlinie, allerdings wir waren eben auf der falschen Seite einer Trendlinie und direkt am Widerstand. Und Sie sehen, wir machen dann eine Doji-Kerze und in dieser Woche machen wir bereits schon das tiefere Tief und wir haben auch ein tieferes Hoch bestätigen. Also diesen Widerstand, allerdings wenn ich Ihnen das nochmal über den 4-Stunden-Chart zeigen darf, um Zeit zu sparen. Klar, große bärische Keilformation über den 4-Stunden-Chart, das hier sieht mehr bärisch aus, als dass es bullisch aussieht. Allerdings, wenn der Markt noch einmal abverkauft werden sollte, diese beiden aufsteigenden Trendlinien, die obere nicht ganz sauber, Sie sehen, die wird hier abverkauft, da kommen die Bullen zurück, dann wird sie respektiert. Also alles, was so im Bereich der 0,9956 bzw. im Bereich der 0,9940 sein sollte, ist eine große Unterstützung für den US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Und dann ist zunächst einmal mit einem Bounce zurück, und zwar Erhalt dieser bärischen Keilformation auszugehen, bevor dann die nächste Welle kommt und dann aller Voraussicht nach auch diese bärische Keilformation bärisch gebrochen werden sollte. Sie sehen also, der US-Dollar hat Unterstützung, wenn es darum geht, dass die anderen Assets versuchen, gegen den Dollar zu kauflaufen. Und nochmal zum Thema starke Assets gegeneinander. Euro-kanadische Dollar, haben wir ja einen Trigger im Markt, ist nicht abgeholt worden. Wir wollten nämlich unterhalb dieser 1,2725 mit unserer Triggermarke im Bereich der 1,2715 in den Markt gehen. Wenn über den 4-Stunden-Chart diese Tiefs signifikant genug durchbrochen worden sind, werden sie aber nicht, sondern die Bullen kommen im Bereich dieser Unterstützung in den Markt und kaufen diesen Markt. Sie sind aber auch gerade, schauen sich das an, im Bereich einer Widerstandszone. Hier Widerstand, Widerstand gebrochen, Unterstützung weggebrochen und jetzt natürlich Widerstand, dazu 220-Tage-Linie, allerdings eine ganz klar steigende Momentumlinie und eine Kaufformation mit einer steigenden K- und D-Linie oberhalb, nein, nicht oberhalb, sondern mit einer Kaufformation und einer steigenden K- und D-Linie. Wenn man sich das Ganze über den 4-Stunden-Chart anschaut, wir haben ja dieses große gleichschenklige Dreieck, darüber hat auch gestern Negio mit Ihnen gesprochen und gesagt, wenn, dann möchten wir unterhalb dieser Schatten short gehen und Sie sehen, wir kommen an diesen Schatten da ran, gehen aber nicht signifikant genug unten drunter. Unsere Triggermarke wird nicht abgeholt und da sehen Sie auch, wie wichtig es ist, dass Sie nicht irgendwo Ihren Trigger platzieren, sondern dass man immer wieder nach System seine Trigger ausrechnet, wenn man sie spielt. Bedeutet nicht, dass wir nicht das Pech hätten haben können, dass der Markt hier noch ein bisschen zurückkommt, unser Trigger abholt und wieder zurückläuft. Kann natürlich immer passieren. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Falschtrigger setzen bzw. unglücklich abgeholt werden, deutlich geringer, wenn Sie nach System traden. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie Sie Triggermarken richtig in unserem Dafürhalten ausrechnen und platzieren, und dann nicht nur über ein Seminar 3 Tage lang etwas von uns gesagt bekommen, wie Sie zu traden haben, sondern wenn Sie gerne Unterstützung haben möchten, Ihr eigenes Trading-System zu entwickeln, wenn Sie daran Interesse haben, ein Mentor-Programm zu durchlaufen und einen Coach zu haben, der Sie nach dem Seminar auch begleitet, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich an die eingeblendete Adresse zu wenden. Negio hatte Ihnen gesagt, wenn der Markt hier bullisch werden möchte, dann ist es so, dass er hier in einen Widerstand laufen würde, nämlich diese horizontalen Widerstände, schauen Sie sich das an, hier Widerstand, Unterstützung, Unterstützung gebrochen, Widerstand hier nicht ganz sauber und dann noch einmal per Körperkante hier, vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen nach oben setzen und deswegen würden wir dieses Dreieck nach oben, wenn es bullisch aufgelöst werden würde, nicht spielen und das gilt auch nach wie vor für uns, weil wir auch sehen, dass das hier eine Hauptbewegung ist und dass das eher eine Nebenbewegung ist und wir von einer erneuten Hauptbewegung und zwar gegen den Euro und für den kanadischen Dollar ausgehen. Morgen, wir sehen also, wir haben eine Kaufformation
in der Stochastik. Wir haben ein steigendes Momentum im Tag. Deswegen nehmen wir zunächst einmal unseren Trigger raus. Aber durchaus möglich, dass wir den Trigger dann wiederum für übermorgen, für Freitag spätestens, für Anfang der Woche wieder rein platzieren werden. Und deswegen beachten Sie bitte, wie das hier mit dem Euro gegenüber dem kanadischen Dollar für uns weitergehen wird. Und dann kommen wir zum kanadischen Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Und der kanadische Dollar macht richtig schön Zakatum gegenüber dem japanischen Yen und fast 1% geht es hier schlagartig nach oben. Was ich Ihnen sagen möchte ist, und das nehmen Sie bitte aus edukativer Sicht für sich mit, wenn ein Markt schon eine Weile bullisch gelaufen ist und dann die Kerzen kleiner werden und dann auf einmal kommt nochmal so eine richtig heftige Kerze in den Markt und zwar richtig, richtig schnell, dann kann es durchaus eine Erschöpfung sein. Muss es nicht, kann es sein. Ich erkläre mir das immer so, dass der Markt, wie zum Beispiel ein Marathonläufer, läuft. Und dann legt er nochmal einen Sprint ein. Und dann rennt er nochmal die letzten 400 Meter an richtig, richtig, richtig schnell. Und zwar unter 60 Sekunden die letzten 400 Meter. Und dann ist er erschöpft. Und dann ist es natürlich nicht so, dass dieser Markt jetzt abverkauft werden wird. Aber dann ist es durchaus möglich, dass dieser Markt für eine Korrektur geeignet ist. Passenderweise haben wir hier eine K-Linie, die ist aktuell bei 98,33. Bedeutet also, dass dieser Markt korrekturanfällig ist. Heißt das jetzt, dass man seine Position bitteschön schließen möchte und sie einfach wegwerfen sollte? Natürlich heißt es das nicht. Das, was wir machen ist, wir teilen unsere Position. Für die Hälfte unserer Position setzen wir unser Stop-Loss im Bereich der 82,40 und für die andere Hälfte unserer Position ziehen wir unser Stop-Loss nach und zwar setzen es auf Break-Even, nämlich auf die 81,64. Das bedeutet, wir teilen diese Positionen. Bei der einen Position möchten wir, falls der Markt wirklich erschöpft ist, dann relativ schnell unsere Gewinne absichern, damit wir die 100 Pips mitgenommen haben. Und wenn der Markt überhaupt nicht müde ist, sondern gerade viel Freude am Laufen bekommen hat, dann läuft er auch gerne bitte weiter. Und zwar an diese Zone 83, 70, 84, 41. Warum setzen wir unser Stop-Loss hier? Weil nämlich hier kanadische Dollar, japanische in einer bärischen Kaltformation gewesen ist. Wir setzen also unser Stop unter dem letzten Tief und dann sind wir auch unterhalb dieser ehemals trendbegrenzenden Linie. Bedeutet also, wenn der Markt auch zurückkommen möchte, dann müsste er diese Trendlinie respektieren über den Stundenchart, müsste die aufsteigende 20-Tage-Linie respektieren und dann müsste er auch sofort weiterlaufen. Sie sehen über die Stunde 20er, 50er, 100er, 200er steigen alle, sind aber auch schon ein bisschen weiter weg voneinander und der Chart entfernt sich auch immer weiter von diesen gleitenden Durchschnitten. Durchaus möglich, dass der Markt eine Korrektur, eine Nebenbewegung machen möchte, bevor die nächste Hauptbewegung losgeht. Und wenn diese Nebenbewegung kommt, dann wollen wir einen Teil von unserer Position mit etwa 100 Pips auf jeden Fall Gewinn mitgenommen haben. Wenn man sich hier den Wochenchart anschaut, wir haben hier eine große Dreiecksformation bullish aufgelöst mit einem höheren Hoch und einem höheren Tief, einer steigenden Momentumlinie. Wir sind nicht überkauft und haben also nach wie vor zumindest Potenzial an die 84,11 weiterzulaufen, wenn der Markt hier seine bullische Bewegung fortsetzen möchte. Ähnlich, weil ich weiß, dass einige von Ihnen sich für den Euro gegenüber dem japanischen Yen entschieden haben, sieht es auch beim Euro-Yen aus. Läuft. Kerzen werden kleiner und dann werden sie wieder groß an Sprint. An die 105,50 hatte ich Ihnen in der Wochenendausgabe gesagt, dass das eine größere Widerstandszone ist. Wir sind aktuell an der 105,80. Sie sehen auch hier, Momentum steigt, Kaufformation in der Stochastik. Die D-Linie kommt gerade da oben an, allerdings ist die K-Linie bei 96. Natürlich ist dieser Markt bullisch, natürlich ist er aber auch überkauft. Und wenn Sie sich das hier über die Woche anschauen, wir haben ja die kleine bullische Kaltformation bullisch aufgelöst. Wir sind jetzt an der oberen Begrenzung der großen bullischen Kaltformation mit dieser horizontalen ehemaligen Unterstützungszone gebrochen. Sie sehen auch hier in diesem Schatten war es Unterstützung und jetzt ist natürlich Widerstand 105,80 per Wochenschlusskurs. Darüber hatten wir in der Wochenendausgabe miteinander gesprochen, dass das hier eine größere Widerstandszone sein kann. Und wenn man sich US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen anschaut, hat Ihnen gestern Negio wirklich wunderbar erklärt, dass hier von einer Fortsetzung der Bewegung auszugehen ist. Wir haben hier keine Position beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Allerdings müssen wir nicht traurig sein mit dieser sehr stark in Bewegung, was der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen gemacht hat. Und das, was wir gesehen haben in dem Chart vom US-Dollar gegenüber dem kanadischen Yen, da sieht man ja, dass erst zunächst einmal nochmal eine Bewegung für den US-Dollar gegen den kanadischen Dollar möglich ist, aber allerdings ist anschließend das Wahrscheinlichere, dass der kanadische Dollar sich stärker entwickeln wird als der US-Dollar. Und deswegen ist auch US-Dollar-japanische Yen für uns
übergeordnet aktuell weniger interessant als zum Beispiel der kanadische Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Wenn man noch einmal hier sich den Wochenchart anschaut, Sie sehen, wir sind gerade dabei, eine trendbegrenzende Linie zu brechen. Wir haben es aber noch nicht geschafft. Wenn wir es irgendwann geschafft haben sollten, dann ist eine Fortsetzung der Bewegung an die 85 durchaus möglich. Man muss natürlich an diese Schatten denken, die sind im Bereich der 84,20, verzeihen Sie bitte, allerdings übergeordnet 200-Wochen-Linie und diese doppelte Widerstandszone im Bereich der 85er-Marke, die nächste wirklich interessante Zone beim US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie beachten bitte, je nachdem, wie volatil der morgige Tag verlaufen sollte, denn Thanksgiving, die US-Börsen sind geschlossen, gibt es dann eine Forex-Ausgabe oder wir pausieren die Ausgabe am morgigen Tage. Darüber werde ich Sie aber auf jeden Fall auf unserer Blogseite informieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.